Jo, schönen guten Tag, der Eras wieder da. Wir spielen World of Tanks, beziehungsweise heute lassen wir spielen. Wir haben hier spontan, ich habe vom Rheingrafen zum Dübel, der hat hier schon ab und zu mal Videos eingereicht, die habe ich auch schon Videos rausgemacht und ich habe von dem ein ganzes Paket bekommen. Das ist leider ganz schön lange liegen geblieben, weil ich erst die Mail nicht gefunden habe und dann, ja, hatte ich tatsächlich jetzt eine ganze Zeit lang überhaupt keinen Bock Videos zu machen, hatte auch keinen Bock zu spielen. Und dadurch ist es alles liegen geblieben. Also wir haben es hier mit Rikles aus dem Patch 1.15.0 zu tun. Das macht aber nichts. Zur Belohnung habe ich beschlossen, es gibt eine komplette traurig-witzig-tralala-Episode nur mit dem Rheingrafen zum Dübel. Ich kann euch gleich sagen, so richtig traurig wird es nicht werden. Ich habe einfach mal dieses Replay hier genommen. Das soll ein bisschen traurig repräsentieren. Ich kann euch auch erklären, warum. Also der Rheingraf spielt die große Mauer. Und er fährt ein Leopardotyp A. Das macht er als Top-Tier. Na klar, das ist einfach, da kann man glänzen. Gegen 7er Panzer ist man halt dementsprechend auch ein bisschen anders aufgestellt. Keine Diskussion. Aber auch das müssen wir erstmal spielen. Die anderen haben ja schließlich auch ein paar Top-Tiers. Das vergessen ja die Leute immer. Die haben einen Skoda TS50, die haben einen EME2. Da kann durchaus was kommen. Also er fährt hier in dieser Mittenposition. Was durchaus aggressiv ist, aber eben auch genau das, was man von einem Top-Tier erwarten sollte, finde ich. Da muss man einfach erwarten, dass da was kommt. Jetzt kriegt er die Kanone nicht runter. Und da unten sind allerfeinste Gegner, Freunde. Das sind allerfeinste Gegner. Kollege, was los? Komm, jetzt oder nie. Her mit der Marie. Da ist ein Zyger P-Hintern. Wenn dein Hintern rausguckt und die anderen Leute draufschlagen können, ist dies nicht schön. So. VZ441. Das ist halt ein 7er, der wirklich nicht viel kann. Das muss ich einmal festhalten. Den mochte ich nur auch gar nicht leiden, den Panzer. Und wenn du den vor eine Leo-Prototyp A-Kanone stellst, dann bleibst du nie lange im Spiel. Aber der will auch nie wegfahren. Guck mal, der bleibt einfach stehen. Das alleine ist schon traurig genug, um sie bei traurig witzig dran einmal reinzuziehen. Dieser arme Tropf, der tatsächlich mit einem VZ441 vor einem Leo steht, um genau diesen einen Schuss Schaden anzubringen. Ja, Kollege, das war's. Das ist eine Leo-Kanone. Was hast du denn erwartet? Also das ist halt einfach, was manche Menschen so denken. Das war jetzt einfach mal Leo PDA BPM in Reinkultur. Also dieser Damage-Buff irgendwie, jedes Mal, wenn ich das hier so sehe, da kriege ich einfach echt zu viel. Da ist der Emil, schießt auch nicht rein. Ach komm, Alter, so viel Glück will ich auch mal haben, dass der einfach rausfährt und dann mir die Seite hinhält und nicht auf mich schießt mit seinem Autoloader. Wenn er schießt, schießt er daneben. Zack. Alter, wieso denken die denn alle, sie könnten von dem Leo-Prototyp A stehen bleiben? Das ist ein bisschen viel Disrespekt. Und jetzt kommt der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme das jetzt einfach mal als traurig Video, weil Disrespekt, das geht in beide Richtungen. Nein, und wie viel Fuck. Guck mal, er fährt da einfach raus. Da ist der Tiger. Komm rein, Graf, was machst du jetzt? Und das ist tatsächlich jetzt echt nicht besonders clever. Das sind ganz viele Panzer da hinten. In die Suche gefahren, Kette verloren und jetzt gibt's in den Hintern. Und da ist sie nochmal durch. Aber, sind wir mal ehrlich, er hat 3800 Schaden auf der Uhr, 4 Kills, der Schaden ist angerichtet. Da machst du auch nichts mehr. Der Rheingraf neigt dazu, jetzt einfach seinen Frack da anzugucken. Wir können nirgends mehr mitfahren, deswegen, wir lassen es mal kurz runterlaufen. Ihr könnt noch zugucken. Jetzt wird einfach drüber gefahren. 9:2. Jetzt brechen die Gegner in sich zusammen. Da geht nicht mehr so richtig viel. Die Horde der Grünen fährt einfach rüber. Und da wird zusammengetan. Die Budget fehlt noch. Aber ich denke, das wird mit einem kräftigen Schluck aus der Käpperei beendet werden. Don Cap, ja, jetzt fahren wir alle noch die Budget suchen und da ist die Budget kaputt und ist durchgekappt. Und die Runde ist durch. Nehmen wir das mal als Auftakt für einen traurig witzig Tralala, weil er hier so ganz grandios abgekackt hat. Dann habe ich einen Replay gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es witzig ist. Ich habe nur die Auswertung gesehen und fand die lustig. Mal schauen, ob es so lustig ist, wie sich die Auswertung anschaut. Mal sehen, vielleicht fahre ich euch jetzt total in die Hölle, aber dann müsst ihr jetzt durch. Ja, und zwar ist das Replay im Centurion 7.1. Das ist der 9er Medium bei den Briten. Man merkt schon, der Rheingraf fährt gerne seine Mediums. Und der ist auch gerne Top-Tier. Das muss man auch mal festhalten. Der ist schon wieder Top-Tier. Und wir sind in Lakeville. So, was kann der Centurion 7.1? Der hat eine ziemlich geile Kanone. Das muss man einfach mal festhalten. Das ist, die ist sehr ähnlich dem Leopard. Die sind auch sehr, sehr gleich oben auf.
also beziehungsweise das ist der kleine. Also der große Centurion hat dann irgendwann die Leopard-Kanone. Das ist irgendwas anderes hier. Sie hat 230, 226 Durchschlag. Okay, ich nehme es zurück. Dann ist das doch nicht ähnlich der Leopard-Kanone. Ich weiß aber, dass der Leopard ursprünglich meine britische Kanone hatte. Irgendwie hängt das zusammen. Ist ja auch scheißegal, bevor ich euch weiter Mist erzähle. Fakt ist, der ist ein typischer Brite. Der hat einen relativ stabilen Turm. Und der hat eine schnellfeuernde Kanone mit gutem Durchschlag. Gandhi-Breschen ist dran. Und man ist Top-Tier. Also, er fährt dahin, wo ich nie hinfahren würde, wenn ich in Lakeville bin. Er fährt halt hier in diesen komischen Schmottersumpf da. Mag ich nicht. Bin ich einfach nicht für geeignet, finde ich total doof. Aber ist okay, ich finde allgemein so Gassen, wo man sich gegenübersteht und schießt, bescheuert. Aber ja, Fakt ist, das hier ist kein schlechter Ort für einen Kundrührung. Da ist ein WZ-114 und hat direkt meinen schönen, saftigen, knackigen Bounce geschossen. Sehr gut. Warum wird mir das eigentlich nicht angezeigt? Unten links wird es gar nicht aufgeführt, dass wir jetzt gerade hier eine 500er. Die 460er Stelle wird jetzt aufgeführt, siehst du? Höchst eigenartig. Also auf jeden Fall, ja, das ist das, was man kann. Man kann den Turm benutzen, man stellt sich hier hin. Alter. Ja, ja. Naja, ich sag mal so. Wozu braucht man denn Heavy, wenn man das mit Centurion ummachen kann, ne? Spannend, das hat noch niemand auf die 2 gedrückt übrigens. Ich habe hier noch keine güldenen Schüsse aufploppen sehen. Deswegen haben wir auch schon 1450 Schaden geblockt. Da fehlt aber der erste Schuss. Der war irgendwie, hat es den nicht mit aufgezählt. Oh, da hinten ist noch ein Panzer der LSB. Das ist auch so eine fiese Haldauen-Maschine. Das ist eh so ein bisschen das Problem, dass World of Tanks mittlerweile am liebsten Haldauen-Kämpfe verkommt. Naja, aber das ist manchmal so. Okay. Wieder der WZ-114 und dann stehen wir hier und dann gucken wir lustig. So, Konzept 1B. Ja, da willst du jetzt auch nicht vor die Kanone fahren. Der Vorteil ist, die haben relativ viel hier im Tal. Der ganze Trupp, der hier im Tal steht, kommt nicht weiter. Und damit wird die Stadt gerade überrollt. Guck mal auf die Minimap, da fahren sie gerade einfach rüber. Und hier stehen alle und snipen in Richtung eines Centurion 7-1 und kommen da nicht rein. Das ist schon, naja, gerlinde gesagt, lustig. So, jetzt kommt der Push. Kommt jetzt der Push. Ach Gott. Alter. Also mein Centurion 7-1, den habe ich auch. Der, so viel bounced er jetzt nicht. Das war übrigens nicht schlecht. Aber ein Stück zu weit oben geschossen. Besser. Genau. Genau. Also, das ist halt EPM. Jetzt hast du mit dem Turm passiert ja eh nichts. Die kommen ja eh nicht rein. Normalerweise kann er einfach dort stehen bleiben. Soll sich doch rausstellen, dann kann er sie alle auf den Turm nehmen und sie alle abknallen. Ja, ich würde das wahrscheinlich wieder machen, würde dann verlieren. Guck mal da. Das wäre tatsächlich, ja, das war schon Richtung Capola. Das hätte schon durchgehen können. So ungefähr. Der Dino ist einfach echt zornig, da geht echt was. So. Na, wie ist denn? Hier will keiner rein, hier kommt auch keiner rein. Das ist echt schön. Du kommst nicht rein, Junge. Ja, so. Oh, oh, die Lore hat es geschafft. Die Lore hat auf... Guck mal, und das ist genau das Ding. Die Lore hat auf die 2 gedrückt. Die ist der Erste, der penetriert. Ja, jetzt kommt die 2 geflogen und schon ist das ganze Lustige vorbei. Das könnte man direkt auch bei traurig reinstellen hier, das Ganze. Das ist halt einfach genau das, das ist World of Tanks in der Nutshell. Am Ende des Tages geht es genau darum, wer drückt wann die 2. Das merke ich gerade wieder, ich mache gerade Bounce-Missionen. Ja, das geht nur, wenn die Leute nicht auf die 2 drücken. Mhm. Guck mal, jetzt sind du ja nicht auf die 2 gedrückt. Und jetzt bounce da einmal nichts mehr. So. Und jetzt sind wir sogar noch gestorben. Das ist natürlich ärgerlich, weil das wäre jetzt eine Stahlwand geworden, aber jetzt haben alle auf die 2 gedrückt und auf einmal bricht das Ganze in sich zusammen. Und trotzdem waren das über 3000 Schaden abgefährt mit einem Centurion 7-1, den kompletten Push des Gegnerteams aufgehalten hier in diesem Valley. Jetzt ist der Lynx noch durchgefahren, aber kommt auch nicht davon. Tja.
Und da sieht man mal, worum es geht bei diesem Spiel. Also hätte man durchaus auch bei traurig reinnehmen können. Ich zeige euch mal ganz kurz nur die Auswertung. Das hatte ich nämlich gesehen. Das waren 3000 Schaden abgewehrt. Wie gesagt, hier fehlt definitiv von dem WZ noch ein Schuss. Da waren noch mal 500 irgendwas extra, die es am Anfang irgendwie nicht aufgeschrieben hat. Keine Ahnung. Ja. Und ja, man landet, dafür landet man irgendwo hier im Mittelfeld. Aber trotzdem fand ich es krass, dass man mit einem Centurion einfach diese Nummer da so stellen kann und dass man da so stehen kann. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht mehr weggeschmissen. Das war ein bisschen schade, dass man dann noch gestorben ist. War tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Wenn er dort steht, holt er sich noch eine Stahlwand. Wäre noch lustiger gewesen. Nichtsdestotrotz fand ich cool. Und ja, wir kommen jetzt zum Tralala. Ja, oh, mir fällt gerade was auf. Fürs Tralala gibt es ja tatsächlich einen Panzer, über den ich gar nicht selber verfüge. Deswegen muss ich mal schnell ein Bild machen. Weil wir haben es mit diesem Gerät hier zu tun. Das ist der M60. Den kann man für Bonds kaufen. Im Bond-Shop. Und das ist ein Stufe 10 Ami Medium, der einfach die größte Weakspot-Beule der Welt hat. Aber ansonsten angeblich gar nicht so schlecht. Es hat eine relativ coole Kanone, glaube ich. Ja, so eine typische 105er, aber mit relativ guten Eigenschaften rundherum. 268 Durchschlag, 390 SP. Kann man machen. Und wir sind in Muruwanka. Es ist ein reines 10er Gefecht. Also so ziemlich das, ja, das geht schon als fair durch. Formulieren wir es mal so. Ja, Reingraf überfährt keine 7er. Das ist diesmal zumindest in dem Bereich ein bisschen besser gesetzt. Und trotzdem, am Ende des Tages ist es wieder so eine Halldauern. Der Schuss war nicht so. So eine Halldauern. Ich kann mit meinem Turm lustige Sachen machen. Geschichte. So, Objekt 100 für sich. Ja, nichts zu holen. So, jetzt gucken wir da mal. Da ist der 113 Beijing Opera. Den gab es mal hier auf dem lustigen, was auch immer, irgendeine Handelskarawane oder irgendein Handelsding. Die Grille hat sich das nicht gut überlegt. Wenn du hier aufgehst, bist du auch instant kaputt. So, jetzt hat er hier einen Ruppelnachbarn. Das ist auch schön. Die kann man immer gut leiden, wenn sie dann so ein bisschen an dir rumschubbern und dich hin und her schieben. Ist immer sehr schön. Ja, die Grille schießt jetzt auf den. Ja, jetzt ist Stimmung drin. Jetzt kommt der M60 voll gut an. Die Grille ist pissig. Da kann ja niemand was dafür, dass du dich da oben hinstellst und dann stirbst, Kollege. Das ist halt einfach dumm gespielt. Also jetzt mal ohne Mist. Und der M60 war nun mal schon hier im Busch. Der muss nicht den Platz frei machen, nur weil du jetzt kommst. Das ist halt einfach bescheuert. So. Rand aus. Aber ab und zu muss das, glaube ich, auch mal sein. So. Was ist denn jetzt hier? Willst du jetzt noch 5 Stunden hier rumstehen oder was? Rein, Graf, jetzt sieh zu. Hier gucken Leute zu. Ja, World of Tanks ist manchmal auch ein sehr großes Geduldsspiel. Was heißt manchmal? Es ist ganz oft ein Geduldsspiel. Entscheidend ist zu wissen, wann man losfahren kann. So, der gegnerische EBR ist kaputt. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Oh, jetzt. Wir haben Beschuss eröffnet. Der erste Schaden ist angerichtet. Sehr gut. Na. Hier müsste schon noch ein bisschen mehr kommen dann. Ja, 140 auf dem Turm. Russische Autos auf dem Turm ist immer schwierig. Jetzt ist er auch aufgegangen. Na. Ja, so grundsätzlich lässt sich das Panzerchen hier schon ganz gut an, denke ich. Das kann man schon machen. Tja. Aber da vorne irgendwie, die Linie ist relativ dünn. Aber die Gegner büßen halt schon elendig 4 Punkte ein. Da geht schon ganz schön was zurück. 2-1. Aber Hitpoint jetzt nicht, wenn man mal hinguckt, sind ja schon 3000 Hitpoints vorne hier. Und der Ryan Graf steht noch hier und schaut. Oh, dann macht er das Batz und auf einmal stand es 2-3. Das ist dann immer World of Tanks, kann halt manchmal auch nochmal Dinge ganz schnell umdrehen. So, jetzt. Erster Kill. Objekt 140 ist gestorben. Sehr gut. Sehr gut. T110 E5, was ist mit dir? Jetzt
Jetzt muss immer langsamer der Push kommen, weil davon ist uns niemand mehr. Aber am Ende des Tages wollen wir nicht alle einfach nur einfachen Schaden farmen. Wenn wir uns das aussuchen könnten, wäre das schon ganz cool. So, jetzt 113er. Und jetzt schauen wir mal 705A. Ja, das wäre gut. Sehr schön! Wenn man Leute von hinten erwischen kann, ist immer eine schöne Sache. Jetzt kommt da unser. Ja. Der hat ihn oben in die Kapula geschossen. Die ist aber auch quasi riesig. Es ist einfach ein Tumor, der oben aus dem Turm hängt. So. Jetzt. Und jetzt fährt er 60 TP rüber. Das ist natürlich die Ablenkung, die du brauchst. Boah. Dann kannst du natürlich solche Aktionen machen. Jetzt ist der 60 TP dafür gestorben, aber es war natürlich wieder. Der Rheingraf ist gut darin, so von anderen Leuten zu profitieren. Das ist ganz geil. Das ist schon echt ganz geil. So 93 Alpha ist halt auch ganz geil. Oh, das war aus dem Wippen an der Capola vorbeigeschossen. Also, beziehungsweise ist das ja so ein Maschinengewehr-Port. Das ist halt ein bisschen schwierig. So. Töte es, bevor es Eier legt. Sehr gut. Tja, und innerhalb kürzester Zeit hat man hier schon 4 Kills auf der Uhr. Wenn Leute abfarmen, kann der Rheingraf richtig, richtig gut. Das muss man mal festhalten, das läuft wie Sau. Oh, eine Grille. Eine Grille. Eine Grille. Ha. Jeder will ein Stück von der Grille. 110-3 ist nämlich nicht so unterhaltsam. Ah, wobei, wenn er die Seite kriegt. So, jetzt ist die Frage. Kette ist ab. Kill Nummer 5, meine Freunde. Kill Nummer 5. Die Gegner haben noch 2 Autos. Da ist noch ein Strubbelpeter und noch ein Strubbelpeter. Zweimal Strubbelpeter. Frage ist halt, kriegt man jetzt so auf die Schnelle mit einem M60 noch was ab? Ist relativ mobil das Ding. Guck mal hier, fährst mit 60 hinten lang. Nicht so schlecht. Kann man sich tatsächlich mal überlegen, irgendwann mal, wenn man zu viel Bonds übrig hat. Aber wann hat man zu viel Bonds übrig? Mal so als meine Frage gestellt. Und geht ein Schuss? Da geht ein Schuss. Nein. Top Gun, Freunde. Das war die Nummer 6. Das war die Nummer 6. Jetzt sind wir wieder im Bereich Killstealing leicht gemacht. Aber dafür fährt man ja seine lustigen kleinen Mediums, damit man am Ende des Tages da noch ein bisschen was mitmachen kann und nicht ganz raus ist. Das ist ja keine Maus hier. Der EWR ist noch gestorben. Das eröffnet die Möglichkeit, noch einen 7. Kill zu machen. Jetzt ist es Overkill. Ja, und dann haben wir hier eine schöne Runde mit 3700 Schaden auf der Uhr. 113 Schaden ermöglicht und 7 Kills. Auswertung sparen wir uns. War ein Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse tatsächlich. Nur das hat mich so ein bisschen überrascht. Einfach sagt auch viel über diesen Panzer aus. Ja, und dann war das die traurig witzig tralala Rheingraf zum Düvel Version. Oder wie auch immer man das nennen soll. Special Edition. Einfach weil ich es zu lange habe liegen lassen. Ich hoffe, das war für euch okay. Ich hoffe, hat es euch ein bisschen gefallen. Mir macht es immer Spaß, mir Replays von anderen Leuten anzugucken, einfach um mal zu sehen, wie andere Leute Dinge tun, wie andere Leute Dinge spielen. Also wer mir da was schicken will, wie gesagt, am besten ist eine Nachricht im Spiel mit einem Link zu What Replays oder so. Das macht es dann relativ einfach für mich, da komme ich immer gut ran. Das machen viele andere, machen das schon so. Ansonsten, E-Mail geht auch, era@eradrion.de, aber da geht es halt manchmal schief. Dann kann es passieren, dass ich es halt verpasse oder irgendwie im Spam-Ordner was landet oder so. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. In diesem Sinne, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ich bedanke mich nochmal fürs Einschicken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken bis hier zum Ende. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Abo da lassen, Mama zwingen, sich hier zu abonnieren. Und ansonsten einen schönen Tag noch und bis irgendwann mal wieder hier in diesem Kino hoffentlich. Ciao, ciao, der Era.